Hallo Freunde, da bin ich wieder. Und zwar heute mit etwas zum Thema Joomla. Das ist ja das ein Content Management System. Ich denke, das kennt ihr. Jedenfalls die meisten, wenn ihr jetzt hier gelandet seid. Und zwar heute mit wirklich ja allererster Schritt sozusagen, wie wir ja, also mit dem Download und Hochladen und wie wir das erstmal das ja, Grundsystem installieren. Ja, als erstes rufen wir uns unseren Browser auf und gehen meinetwegen auf irgendeine Suchmaschine, unsere eure Wahl, einfach mit Joomla 3. Einfach ja hier erster Eintrag joomla.org.de, die deutsche Version. Einfach raufklicken, vielleicht ein bisschen drauf achten, dass das vielleicht ja die offizielle Seite ist. Und hier haben wir schon den Download-Link. Wir klicken einmal drauf und hier haben wir Download Joomla 3.4.1. Das ist jetzt ja momentan die aktuellste Version hier. Ja, das ist eine ZIP-Datei. Wir laden das jetzt einfach runter. Das geht auch ja ziemlich schnell. Ist schon durch. Ja, jetzt ja, ich will schließen unseren Browser und hier haben wir den Ordner, die ZIP-Datei 3.4.1 Full Package ZIP. Die Datei müssen wir einmal auspacken. Ja, ich mache hier entpacken. Das dauert einen kleinen Moment, weil da sehr viele Dateien sind. Wir können es inzwischen bereiten wir uns hier vor. Wir rufen uns unserem ja, FTP-Client auf. In dem Fall hier FileZilla. Wir verbinden uns mit dem, ja, mit uns auf unserem Server hier. Wir schalten uns drauf. Die Daten, die bekommt ihr von eurem, ja, Hoster, Provider. Und ich navigiere jetzt mal hier, habe ich mir hier My Webspace. So, meinetwegen jetzt. Gehe ich jetzt mal hier zum wo habe ich das jetzt hier auf dem Desktop irgendwo? Desktop Downloads Full, nee. Muss ich mir jetzt mal gucken. Wo habe ich das jetzt hier? Gott, ist es jetzt aber. Also dann Downloads hier, ne, ich wollte hier auf dem Desktop. Joomla, genau, das ist jetzt mein Ordner hier. Wir schauen mal, das ja ist jetzt schon, genau, ist jetzt alles durch hier. Das sind die ganzen Dateien. Das können wir einmal schließen und gehen wir hier auf unseren Client wieder. Das ist die richtige Location, ja. Ich aktualisieren das einmal hier und hier, das ist jetzt hier unsere lokalen Rechner hier auf der. Ich markiere mal alles mit Steuerung A einfach, ja. Und hier bin ich ja auf meinem Webspace. Einfach markieren und mit der rechten Maustaste hochladen. Zack. Das dauert auch eine Weilchen, je nach ja, Netzwerkgeschwindigkeit. Bis alle Daten hier hochgeladen sind in uns auf unserem Webspace hier. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ich denke, ich mache mal kurz ja, auf Pause, damit der das Video nicht zu lang wird. Vielleicht noch mal kurz im Vorab. Also die Daten hier für eurem FTP-Verbindung, die bekommt ihr von eurem Hoster. Vorher müsst ihr euch noch eine Datenbank erstellen, beziehungsweise euer Hoster macht das und ihr bekommt einfach die Zugangsdaten.
Ich mach mal jetzt einmal kurz Pause und bin gleich wieder da, wenn die Dateien auch hochgeladen sind. So, da bin ich wieder. Die Dateien sind jetzt alle hier hochgeladen auf meinem Webspace. Jetzt kann ich im Prinzip ja das FTP-Client schließen, meinetwegen. Und jetzt rufen wir wieder unsere Browser auf und gehen wir auf die, ja, auf die Domäne, die wir da auf unserer Webspace geschaltet haben und unsere Joomla installieren möchten. Genau, das sieht erstmal jetzt so aus. Das ist jetzt das. Genau, hier lassen wir German meinetwegen, Name der Website, Automania meinetwegen, hier eine kurze Beschreibung, ja, bla bla, Autos, ja, und so weiter. Hier könnt ihr eine Admin-E-Mail eintragen. Ja, ich weiß nicht, wo die E-Mail dann. Ja, ich mache mal meinetwegen jetzt info@automania.de. Hier werdet ihr dann die E-Mails bekommen, die von der Seite aus ja gesendet werden. Auch später, wenn wir sehen, die Konfigurationsdateien könnt ihr euch hier zusenden lassen. Ein Admin-Benutzername, das ist eigentlich, ja, wir machen mal Admin, kann man hier frei wählen. Und Passwort 1, 2, 3, 4, 5 meinetwegen. Und nochmal bestätigen 2, 3, 4, 5. Dann einfach auf Weiter. Genau, jetzt brauchen wir die Daten, die ihr ja von eurem Hoster bekommt, von eurem hier Datenbank, MySQL Server Name, Localhost. Das ist jetzt hier in der Regel bleibt es so, das ist in Ordnung. Ich guck mal gerade, ich habe mir hier irgendwie vorher eine Datenbank erstellt. Genau, Benutzername hier in meinem Fall Borgi underline mob. Passwort ist, ich kopiere mir das mal hier und füge das so ein. Super geheimes Passwort, die Datenbank. Name, ich glaube, das habe ich Mobile genannt. Mobile. Genau, das können wir alles ja so lassen. Und sicher, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Dann klicken wir auf Weiter. FTP, das hat jetzt funktioniert. Wenn alles funktioniert, dann kommt die hier doch in den nächsten Step hier weiter. Wir lassen das jetzt deaktiviert, die FTP-Funktion, das brauchen wir jetzt nicht. Und einfach auf Weiter. Genau, hier haben wir alles nochmal hier einen Überblick hier mit dem ja, Konfiguration, Dateien hier Hauptkonfiguration, Datenbank, FTP haben wir nicht. Hier, ja, wie ihr seht, sollte nur eins der Einträge rechts vom Server nicht unterstützt werden. Mit einem Nein gekennzeichnet, dann sollte die Einstellung. Okay, das Problem bei mir ist jetzt, dass hier diese Konfiguration PHP nicht schreibgeschützt. Nein. Okay, also das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass es schreibgeschützt ist, das müssen wir jetzt an der Stelle ändern. Ich mache das mal schnell, sonst haben wir nachher. So, ich guck mal ganz schnell. Beziehungsweise, ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich gehe mal ganz kurz. Ja,
Ich versuche mal, ja, vielleicht mache ich das jetzt gleich. Ich guck mal. Dann ja, gleich. Ja, ich ziehe mal das jetzt einfach hier rüber. Das ist jetzt mein SSH-Client, bin ich jetzt hier auf dem Server. Ich habe vorher hier die Domain eingerichtet, bin jetzt das auch als Root angemeldet, was ja man machen soll. Ich mache mal ganz schnell, am besten, ich hoffe, Change Owner, ich denke mal, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ja, Change Owner. Ich kann das jetzt. Genau. Ja, ich mache mal hier, ich wechsle, ich ändere einfach mal den Besitzer hier, damit Joomla sozusagen hier die Schreibberechtigung bekommt. Das mache ich jetzt damit Change Owner. Ach Gott, so, Mann. Das ist jetzt rekursiv, damit für den ganzen Unterverzeichner auch mit übernommen wird. Data, da waren hier, zack, und dann, das war der Besitzer und vielleicht einmal die Gruppe, genauso damit www Data Auto Menge. Okay, ja. So, ich hoffe, dass das jetzt. Ich gehe mal einen Schritt zurück und weiter. Genau. So, jetzt sieht es hier gut aus, alles grün. So, jetzt können wir hier auswählen. Am besten ist, ja, vor allem für Einsteiger, wir machen das. Ihr könnt hier mit den Beispieldateien, zum Beispiel Joomla erlernen oder Testinhalte. Ich mache mal hier die Standardinhalte einfach. Das bedeutet, dass einfach ja, die Module und Plugins und alles, was man noch so irgendwie braucht, mit installiert werden direkt. Ansonsten könnt ihr auch das hier auswählen. Und da wird gar nichts mit installiert. Ist vielleicht nicht so zu empfehlen für Einsteiger. Ich wähle das mal jetzt hier aus und ja, wir können uns jetzt die E-Mail mit der Konfiguration senden lassen, mit ja, Passwort oder nicht. Ja, ich mache mal jetzt. Und wir installieren das. Das dauert ein bisschen, geht aber in der Regel relativ fix. So, jetzt wieder. Genau, das war es eigentlich schon jetzt mit der Installation. Hier ganz wichtig, Installationsverzeichnis einmal löschen. Und ja, schon sind wir fertig mit der Installation. Hier können wir zu der, ich mach mal online, Webseite gehen. Dann sieht jetzt so aus, ja, Standard, zack. Mit unserer Beispielinhalte, das beinhaltet hier irgendwie ein Menü und hier ein, ja, ein paar Komponente halt. Login, Form. Ja. Das war es jetzt mit der Installation, die ersten Schritte sozusagen, die Grundinstallation. Jetzt können wir natürlich hier zu dem Administrationsbereich gehen. Jetzt weiß ich, und loggen uns ein. Ich glaube, wenn wir jetzt keinen Login nehmen. Ja, doch, ich habe da Admin angegeben. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, und sonst sind wir hier im Backend. Und können hier, ja, das ist jetzt auf Englisch hier zum Beispiel. Wir können jetzt hier, wenn wir unter, glaube ich, Global Configuration, genau, jetzt können wir hier ein paar Sachen einstellen, wie, ja, hier sollte man Rewriting, aber da müssen wir erstmal vorher etwas ändern. Wir gehen, ich tue mal hier Language Manager, da können wir nicht. Nee. Ich gucke mal ganz schnell, wie man jetzt Install Languages, genau. Also das konnte jetzt hier über Extension.
Extension Manager, Install Languages, und hier suchen wir uns Deutsch, denke ich. Okay, dann German vielleicht. Okay, auch nicht. Englisch, Savali, irgendwie. Achso, okay, die werden jetzt hier nicht alle angezeigt. Okay, da sind jetzt nur ein paar Sprachen, die mit installiert sind. Wir können dann später dazu vielleicht irgendwie. Ja, Find Languages. Ach, okay. Hier oben, ja. Find Languages. Okay. Jetzt sieht es gut aus. Russian, Armenian, German. Das ist das, was wir möchten. Einfach hier Haken setzen. Und Install. Das dauert wieder ein. Dann bekommt ihr eine grüne Message hier. Installing German was successful. Das können wir irgendwie umswitchen. Vielleicht Global Configuration und Language Manager. Das war's nicht. Ja. Control Panel. Menü, Template, Install Extension. Hier sind nochmal ein paar Informationen. Das werden wir. So, ich suche jetzt mal ganz schnell Language Manager. Wie kann man das jetzt hier? Genau. Language, also wir waren jetzt hier Control Panel. Language Manager. Und hier können wir einfach hier. Okay, jetzt habe ich German. Achso, ja, Austria. Einfach hier auf dieses Sternchen Set Default. Und schon, wenn wir jetzt hier einmal vielleicht ausloggen und wieder anmelden. Oder wie machen wir das jetzt? Extension, ich melde mich einmal ab. Und wieder an. 5. Und das ist immer noch auf Englisch. Okay. Zack, zack, Content. Ah, okay. Wir müssen das natürlich jetzt hier. Das ist jetzt für die Seite, für das Frontend hier. Und das ist hier Administrator für das Backend. Da müssen wir auch nochmal auf umstellen. Genau, und schon ist das direkt auf Deutsch hier, ja. Zack. Ja, das war es jetzt mit der Installation und mit der Deutschumstellung. Jetzt, da sind jetzt hier die Artikel hier. Ein erster Artikel, wir können jetzt hier unter Komponenten, unter Inhalt, Beiträge, einen neuen Beitrag erstellen. Oder wenn wir jetzt hier einfach auf Beiträge klicken, dann ist das Getting Starting, ist der Beitrag, einfach draufklicken. Das können wir dann jetzt einfach mein erster Beitrag. Und hier einfach ja bearbeiten, ja, ja, ich mach mal irgendwas hier, zack, und speichern, und schon haben wir jetzt hier einmal genau mein erster Beitrag, und hier können wir das weiter bearbeiten. So, das war jetzt, ich mache mal jetzt Schluss, damit das Video nicht zu lang wird. Und das war jetzt die Grundinstallation, und ich werde mich dann nochmal mit einem Video melden, wie man zum Beispiel einen Template, einen neuen Template und installiert, oder wie man das individualisiert und ein Menü erstellt und so weiter. Ja. Für Fragen und Anregungen einfach einen Comment hinterlassen, und bis nächste Mal.